Ja, ich begrüße euch ganz herzlich zum zweiten Roundtable der Denkfabrik Didaktik. Die Denkfabrik Didaktik ist ein Projektteam der Digital Changemaker, also der studentischen AG des Hochschulforums Digitalisierung. Und ich würde vorschlagen, dass wir uns jetzt zu Beginn einmal kurz vorstellen. Jenny, möchtest du anfangen? Sehr gerne. Mein Name ist Jenny Brandt. Ich studiere Medizin in Mainz und bin Teil der Digital Changemaker im aktuellen Jahrgang und wird weitergeben an Kevin. Ja, mein Name ist Kevin. Ich bin studiere aktuell an der Goethe-Universität in Frankfurt Erziehungswissenschaften und Informatik im Doppelstudium und bin auch Teil dieses diesjährigen Changemaker-Jahrgangs. Genau, dann würde ich auch weitergeben. Ja, hallo, mein Name ist Ludwig Lorenz. Ich studiere Medieninformatik an der Bauhaus-Universität Weimar und bin auch im diesjährigen Digital Changemaker-Jahrgang. Und dann gebe ich weiter an Christine. Genau, ich bin Christine und ich studiere den Masterstudiengang Bildung und Medien E-Education an der Fernuniversität in Hagen und ich bin hier sozusagen die vierte im Bunde. Ja, und gemeinsam möchten wir gerne mit euch uns mit dem vielschichtigen Feld der explorativen und nichtlinearen Lehr- und Lernformate in der Hochschulbildung auseinandersetzen. Bei unserem ersten Roundtable haben wir uns in diesem Zusammenhang mit dem Thema Scheitern in der Hochschullehre befasst. Das war wirklich ein toller Auftakt und wir hatten eine so spannende Diskussion. Also wer sich dafür interessiert, die Aufzeichnung steht sowohl zum Nachhören als auch zum Nachsehen bereit. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr zu unserer Community of Practice auf MetaMouse dazustoßen würdet. Denn dort tauschen wir uns auch noch im Nachgang weiter über die jeweiligen Themen der Roundtables aus und nehmen dort beispielsweise auch die Fragen aus dem Chat mit, die vielleicht aufgrund der fehlenden Zeit im Roundtable-Gespräch nicht aufgegriffen werden konnten. Genau. Und heute wollen wir uns auch mit einem spannenden Thema auseinandersetzen, und zwar den virtuellen Lernwelten mit dem Fokus auf dem Einsatz von Serious Games in der Hochschulbildung. Serious Games werden ja ausgehend von Erfahrungen mit unterhaltungsorientierten Computer- und Videospielen viele Potenziale zugeschrieben. Da wären vor allem die hohe Interaktivität und die Möglichkeiten von direktem Feedback und von anpassbaren Schwierigkeitsgraden, von denen man sich ja ein großes Selbstwirksamkeits- und Motivationspotenzial verspricht, was dann im Endeffekt zu einem erhöhten Lernerfolg bei den Studierenden führen soll. Und gerade auch im Bereich der Vermittlung von anwendungsspezifischem Wissen, also an der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis, sollen Serious Games eine kontrollierte und realitätsnahe Umgebung bieten können, in der Studierende sich ausprobieren und experimentieren können. Ja, alles super, könnte man denken. Das scheint ja die Lösung für viele Herausforderungen der Hochschullehre zu sein. In unserer internen Vorbesprechung, aber auch bei der Bewerbung unseres heutigen Roundtables kamen dann aber sehr schnell erstmal ganz grundlegende Fragen auf, die auch länger diskutiert wurden. Wie zum Beispiel, was für Spiele eigentlich unter dem Begriff der Serious Games fallen. Wissenschaftlich gibt es ja noch keine sehr detaillierte, einheitliche Definition und auch die Abgrenzung zu Begriffen wie Game-Based Learning oder Gamification sind meist sehr perspektivenabhängig. Und natürlich haben wir uns auch die Frage gestellt, wie eigentlich eine sinnvolle didaktische Gestaltung von Serious Games aussehen muss und auf welche Art und Weise sie in die Hochschullehre eingebunden werden sollten. Ja, und ganz allgemein, ob wir überhaupt für das Spielen im Studium bereit sind. Ja, daher wollen wir uns heute mit Vor-, aber auch eben Nachteilen von Serious Games in der Hochschulbildung beschäftigen und dabei unter anderem ethische Aspekte, die Veränderungen der Lehre und Auswirkungen auf den Lernprozess, aber auch das Forschungsumfeld rund um Serious Games beleuchten. Ja, aber erstmal wollen wir natürlich unsere Panelists vorstellen. Und dazu übergebe ich erstmal das Wort an Ludwig.
Danke dir, Christine. Wir freuen uns erstmal sehr, dass wir für unseren Roundtable heute Abend so viele kompetente Panelists gefunden haben, die sich bereit erklären, mit uns zusammen das Thema zu diskutieren. Und wir möchten euch jetzt gerne 1 bis 2 Minuten Zeit geben, um euch selbst vorzustellen, etwas zu eurer Person zu sagen, euren Weg zu skizzieren und vor allem, was euch mit dem Thema Serious Games verbindet. Da hätten wir als erstes Dr. Daniel Tolks von der Universität Bielefeld. Hallo Daniel, schön, dass du da bist. Hallo, ja, auch vielen Dank, dass ich da sein darf. Genau, also wie bin ich zu dem Thema Games gekommen? Ich habe Gesundheitswissenschaften studiert und habe mich damit schon mit Unterhaltungsmedien befasst. Also wie kann man eigentlich Telenovelas, also die ganzen Serien, die es so gibt, nutzen, um unterschwellig Gesundheitsbotschaften zu verpacken. Ne? Und das war im Endeffekt dann gar kein weiter Schritt mehr zum Thema Serious Games. Tatsächlich meine Chefin damals hat gesagt, mir 2 Wochen im Urlaub, mach doch mal, guck dir mal Serious Games an. Das ist doch eigentlich auch ganz spannend, das Thema. So bin ich tatsächlich draufgestoßen worden, muss man schon fast sagen. Und habe dann angefangen zu recherchieren. Das war 2007, glaube ich. Und war halt noch nicht so viel da. Ne? Das war relativ schnell, hatte ich halt das Feld dann erschlossen innerhalb von 2 Wochen und fand das aber immer noch spannend und habe dann, obwohl ich Gesundheitswissenschaften studiert habe, habe ich dann die falschen Leute kennengelernt, bin in Medizin abgerutscht und habe dann mit einer medizinischen Ausbildung rumgeschlagen, hatte, aber ich habe es immer Scientific Hobby genannt. Ich fand immer Games immer noch total spannend, Serious Games und Gamification. Und habe dann, da gab es eine Stelle in Lüneburg, da ging es dann um das Thema Games, da dachte ich, okay, da muss ich jetzt hin. Ich kann nicht immer sagen, ich will und will, aber darf nicht. Und dann habe ich tatsächlich mich dazu entschieden, nach Lüneburg zu gehen, wo ich auch immer noch bin mit einer halben Stelle und mich da mit dem Thema Gamification, Serious Games, also eingehender zu beschäftigen. So bin ich da hingekommen und bin jetzt tatsächlich von Serious Games, was ich ursprünglich am spannendsten finde, so Richtung Gamification auch, habe ich mich mehr da orientiert und wir haben tatsächlich auch eine gamifizierte Webanwendung entwickelt in Lüneburg, um das ganz genau zu sagen, und namens Onya, wo es darum geht, den Wellbeing-Status zu verbessern mit Gamification-Anteilen. Das ist ja das, womit ich mich gerade beschäftige. Jetzt bin ich jetzt eher so auf dem Gamification-Trip und ein bisschen weniger Serious Games, obwohl beide, das werden wir sicherlich nachher noch diskutieren, mal beide ihre Vor- und Nachteile. Aber vielleicht erstmal so viel zu dem, warum ich mich mit dem Thema beschäftige. Danke dir, Daniel. Kommen wir nun zu Dr. Nina Schöffeler. Nina, schön, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Ja, guten Abend und vielen Dank für die Einladung, dass ich heute hier mit dabei sein darf. Ich bin von Hause aus Kommunikationswissenschaftlerin, arbeite aber an einem Bereich, der eben Maschinenbau an der RWTH Aachen angesiedelt ist, in einem ganz interdisziplinären Haus und bin so ein bisschen, wie der Daniel gerade selber auch schon sagte, drauf gestoßen worden auf das Thema Serious Games und Gamification. Ich fand es schon immer spannend, auch im Studium, als es so um Technikakzeptanz, Mediennutzung ging, zu schauen, welche Methoden, auch didaktischen Möglichkeiten gibt es an der Stelle, da Leuten möglichst niederschwellig quasi die Motivation zu bieten, sich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen. Das habe ich dann fortführen können an dem Lehrstuhl, an dem ich war. Und auch weiterhin bin und habe da relativ früh eine Maßnahme in einem Projekt übernommen, wo es darum ging, ein Gamification- und Mixed-Reality-Seminar für Lehrende zu entwickeln. Das heißt, da habe ich mich dann auch in das Thema reingefunden, fand es super spannend, bin selber so ein Spielekind, wenn man das so sagen kann, freue mich selber, wenn ich was austüfteln kann, Logikrätsel machen kann und Ähnliches und das meistens dann noch mit einer anderen Tätigkeit verknüpft ist und fand es sehr spannend, das dann auf den Arbeitsalltag und didaktische oder als didaktische Methode zu übertragen und zu nutzen. Gleichzeitig ging es in dem Projekt, Elli nannte sich das, Verbundprojekt mit der TU Dortmund und der Ruhr-Universität Bochum noch, ging es dann in meiner Maßnahme unter anderem auch darum zu schauen, wie kann das an Lehrende vermittelt werden als mögliche didaktische Methode. Fand das ein sehr, sehr spannendes Thema. Genau, und bin so auch ein bisschen bei dem Thema in anderen Projekten und anderen Möglichkeiten dann auch hängen geblieben. Danke dir, Nina. Kommen wir nun zu unserem nächsten Panelist, Dr. Tobias Raupach vom Universitätsklinikum Bonn. Tobias, wunderbar, dass du heute bei uns bist. Ja, schönen Abend an alle. Ich melde mich hier aus Bonn, bin noch gar nicht so lange hier. Ich leite hier seit letztem Oktober ein neu gegründetes Institut für Medizindidaktik, bin selber Internist, also Arzt, Internist und Kardiologe und habe viele Jahre lang in Göttingen, wo ich vorher war, ein Lehrmodul geleitet, in dem es um natürlich kardiologische und pneumologische Erkrankungen ging. Und da habe ich dann irgendwann das Gefühl gehabt, nachdem ich so Master of Medical Education studiert hatte,
dass wir Lernziele haben, die wir doch nicht so gut und standardisiert vermitteln können, wie wir es gerne würden. Und das bezog sich auf die Notfallsituation. Wir haben natürlich in der Medizin Möglichkeiten, Situationen nachzustellen mit Simulationspatientinnen und Patienten. Aber das hat natürlich alles seine Grenzen, insbesondere wenn es um Notfälle geht. Da kann man tatsächlich nicht alles nachstellen. Und natürlich wollen wir auf keinen Fall, dass unsere Studierenden ihre allerersten Erfahrungen im Umgang mit Schwersterkrankten machen, wenn sie vor diesen Menschen stehen und dann auch Fehler machen können. Deswegen haben wir uns überlegt, etwa 2011, dass es schön wäre, dafür eine Spielanwendung zu haben. Und da haben wir schon das erste Problem, denn man kann sich lange darüber streiten, ob eine virtuelle Notaufnahme, die wir dann nämlich entwickelt haben, ob die eigentlich wirklich ein Spiel ist oder ob es sich einfach nur um eine digitale Simulation handelt. Da habe ich auf manchen Kongressen schon interessante Diskussionen drüber geführt. Da kann man immer noch geteilter Meinung sein. Aber mich interessiert jetzt an dem Thema vor allem, welche Anteile in solchen Serious Games wirklich didaktisch aktiv sind, also wirklich lernpsychologisch aktiv sind. Denn wir wissen ja, dass es ganz viele Features gibt aus dem Bereich der Gamification, die man da einbauen kann. Aber es ist nicht für jedes Feature klar, ob das eigentlich wirklich zum Lernerfolg beiträgt. Und in die Richtung geht jetzt die Arbeit an unserem Institut. Und da entwickeln wir auch weiterhin neue Anwendungen und beforschen die dann auch. So viel zu mir an dieser Stelle. Für den Input, Tobias, und ich sehe schon, Jenny nickt ganz doll. Das wird sie bestimmt auch gleich gern weiter aufgreifen. Dr. Heinrich Söpke kommt, wie ich, von der Bauhaus-Universität Weimar. Und Heinrich, ich freue mich sehr, dich heute in dieser Runde wiederzusehen. Ja, vielen Dank, Ludwig. Einen wunderschönen guten Abend in die Runde. Herzlichen Dank auch für die Einladung. Ich arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Bauhaus-Universität Weimar. Da habe ich auch den Ludwig kennengelernt. Und zwar im Bereich angewendeter Bildungstechnologie, neben Serious Games auch Mixed Reality. Also da gibt es schon einige Schnittpunkte, wie gerade der Tobias gesagt hat. Von Hause aus bin ich Wirtschaftsingenieur und Informatiker. Mein Weg zu Serious Games und Gamification begann in 2009, als hier an der Universität eine Stelle ausgeschrieben war, in der spannende Lernszenarien entworfen werden sollten. Das war dann letztendlich ein Serious Game zur Vermittlung bauphysikalischer Zusammenhänge. Ja, nach dem ersten Projekt durfte ich das Thema in der Lehre des Bauingenieurwesens in verschiedenen weiteren Projekten vertiefen. Und ja, wenn ich die Erfahrungen, die ich gemacht habe, aus der Sicht der Lehre des Bauingenieurwesens, also ich glaube, das ist jetzt ein Unterschied beispielsweise zur Medizin, wenn ich das jetzt in drei Hypothesen konzentrieren müsste, dann wären das die folgenden Hypothesen. Also erstens, Motivation vergeht. Das heißt, sie sinkt automatisch mit der Zeit. Daraus folgt, dass immer wieder neue Motivationsanreize gesetzt werden müssen. Zweitens, die didaktische Einbettung spielt eine wesentliche Rolle für den Erfolg von Serious Games. Also die Spiele den Studierenden so über den Zaun vor die Füße zu werfen, das funktioniert in den wenigsten Fällen. Beim Entwurf der didaktischen Einbettung sozialer Kontexte und Autonomie. Beim Entwurf der didaktischen Einbettung sind soziale Kontexte und Autonomie wichtige Einflussfaktoren. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass man immer, wenn man die Leute mit den Spielen zusammen, also in Gruppen zusammenbringt, dass dann die Motivation besonders hoch ist. Und Autonomie heißt, dass man vielleicht auch wählen lassen sollte. Das heißt, dass es einige Leute gibt, die vielleicht nicht so gerne spielen und die dann vielleicht andere Lernaktivitäten machen möchten. Und drittens, Gamification kann Menschen in eine Aktivität hineinziehen. Damit die Menschen aber dauerhaftes Engagement zeigen, muss die Aktivität dann selbst wieder für die Menschen sinnhaft sein. Ja, das erstmal von mir. Da freue ich mich dann auf den weiteren Abend. Ja, herzlichen Dank für die Vorstellung. Ich übernehme mal weiter. Und da sind schon ein paar sehr interessante Themen angesprochen worden. Und ich denke, die werden wir dann auch im Laufe des Abends noch berühren. Zunächst einmal hatten wir uns Gedanken gemacht, welche ethischen Aspekte wir bei Simulationen im Studium bedenken sollten. Also vielleicht erläutere ich das einmal kurz anhand des Medizinstudiums. Tobias Raupach ist da schon drauf eingegangen, deswegen musste ich auch innerlich nicken.
weil ich selbst studiere Medizin, wie schon erwähnt zu Beginn, und wir kennen das ja auch nur zu gut, dass Lernerfahrungen, also jetzt angefangen vom Blutabnehmen oder chirurgischen Nahtechniken, dass wir das zwar teilweise am Modell, dann aber sehr schnell am echten Patienten üben müssen. Und das geht dann nach dem Studium schnell weiter, wenn man den ersten Nachtdienst allein in der Notaufnahme macht und dann da steht und nicht weiß, wie geht es jetzt weiter. Wenn wir bei diesem Beispiel mit der Notaufnahme bleiben und es die Möglichkeit gibt, dass wir diese Situationen anhand von Simulationen oder Serious Games üben können, ist es dann ethisch überhaupt, also ist es nicht eigentlich zwingend geboten, dass wir das auch tun? Weil beispielsweise ein Pilot oder eine Pilotin übt das Fliegen auch in der Simulation, bevor er oder sie Passagiere befördern darf. Also sollten wir hier beispielsweise in der Medizin nicht schnellstmöglich nachziehen, um lebende PatientInnen zu schonen und auch die Patientensicherheit dadurch zu erhöhen. Und das gibt es natürlich auch in anderen Bereichen, also der Physik, wo es auch große Vorteile gibt, beispielsweise Ressourcen werden gespart. Man kann auch gewisse Extremfälle abdecken, die man jetzt so in der Realität vielleicht noch nicht so häufig sieht. Und andererseits kann man aber auch sagen, eine Simulation deckt niemals 100% die Wirklichkeit ab. Also was bedeutet das für das Selbstverständnis einer wissenschaftlichen Ausbildung, wenn der Ausgang von Experimenten durch das Programm vorherbestimmt wird? Dazu interessiert uns eure Meinung und vielleicht möchte jemand gerne was dazu sagen. Ich gehe gerne gleich direkt darauf ein, weil die Frage ja so ein bisschen in die medizinische Richtung ging und weil Daniel jetzt auch nicht gezuckt hat. Ich finde, das sind ganz, ganz wichtige Überlegungen. Man darf aber jetzt nicht, denke ich, den Eindruck erwecken, dass junge Ärztinnen und Ärzte tatsächlich ohne jegliche Unterstützung im ersten Dienst auf die Notaufnahme gestellt werden. Also das wäre sicherlich auch die falsche Botschaft für alle, die das jetzt gucken, die nicht aus dem Bereich sind, um das kurz ein bisschen zu erklären. Wer also tatsächlich als Berufsanfängerin oder Berufsanfänger mit Patientinnen und Patienten zu tun hat, der ist in der Regel dabei nicht völlig allein, sondern ist in der Regel in einer guten Supervision durch erfahrenere Kolleginnen und Kollegen. Also das mal vorab, damit kein falscher Eindruck entsteht. Und so habe ich meine ärztliche Tätigkeit auch erlernt. Ich wurde von sehr, sehr guten Kolleginnen und Kollegen angeleitet. Und, das kann ich gleich dazu sagen, ich möchte das auch nicht missen. Also ich würde keinesfalls, obwohl ich selber auf diesem digitalen Ticket fahre, würde keinesfalls sagen, es ist die Lösung all unserer Probleme, wenn wir die Ausbildung komplett digitalisieren und die Studierenden das alles nur noch spielen lassen. Ich finde aber das Argument gut und gerade den Vergleich mit den Flugsimulatoren, den wir in unseren Lehrveranstaltungen tatsächlich so mit den Studierenden auch erarbeiten. Denn es gibt ja keinen Grund, das nicht zu machen, wenn es möglich ist, wenn es Ressourcen spart und wenn dadurch möglicherweise die Patientensicherheit erhöht wird. Dieser letzte Punkt jedoch, der sollte meines Erachtens noch besser untersucht werden. Denn in der Literatur finden wir, obwohl sich seit 2007 viel getan hat, sage ich mit einem Blick auf Daniel hier gerade, gibt es leider dennoch vor allem Artikel, die beschreiben, was für Spiele so entwickelt wurden und wie die aussehen. Manchmal noch, ob den Studierenden das gefallen hat. Aber oft geht es nicht darüber hinaus. Das hat auch gute Gründe, denn es ist sehr schwer, von dem Einsatz eines Spieles und dem Effekt auf die Lernenden im, sagen wir mal, dritten Fach- oder siebten Fachsemester, dann einen Bezug herzustellen zu dem Ergebnis der Patientinnen und Patientenbehandlung viele Jahre später. Da wird also eine Monokausalität einfach vom Studiendesign her ganz schwer herzustellen sein. Und das ist das Dilemma, in dem wir uns in der Forschung befinden. Ich bin auch überzeugt, dass das funktioniert. Und es wurden ja auch Aspekte wie die Self-Determination Theory eben angesprochen. Aber wirklich bewiesen ist nicht, dass mit solchen Spielen besser gelernt wird als mit dem normalen, traditionellen Unterricht. Aber ich sehe die Chance, dass man gerade Inhalte, die eben nicht allen zugänglich sind, wie seltenere Erkrankungen, die aber erkannt werden müssen, dass man die mit solchen Methoden natürlich besser lehren kann. Das glaube ich schon. Vielleicht nur noch mal ergänzen. Also ich bin da komplett auf Tobias Schiene. Also ich sehe das genauso. Und also mit der Wirkforschung ist eh wahnsinnig schwierig. Also wenn wir jetzt noch mal Gamification, Serious Games mal getrennt anschauen, mal Gamification geht es mehr darum, dass man so einzelne Spielelemente rauszieht und die in einen Nichtspielkontext einsetzt.
Das ist nochmal wichtig, weil Serious Games sind ja wirklich richtige Computerspiele, die eingesetzt werden oder vielleicht auch angepasst werden. Die haben ja noch den Vorteil, dass ein Storytelling dabei ist, dass man Immersionseffekt vielleicht sogar haben kann, also richtig eintauchen kann in die Spielwelt, was natürlich dann auch noch einen großen Effekt hat aufs Lernen. Und bei den Serious Games tatsächlich ist es wahnsinnig schwierig, das nachzubilden. Also es gibt ja auch zum Beispiel unterschiedliche Spielertypen. Es sind keine Angst, keine Lerntypen, aber es gibt Spielertypen. Es gibt so explorative Spieler, die zum Beispiel würden gar nicht darauf reagieren, auf Punkte zum Beispiel. Die kriegen dann Punkte, sagen, interessiert mich nicht. Ich will gucken, kann ich das Spiel aushebeln? Ne? Kann die Regeln, die es gibt, kann ich irgendwie andere Sachen machen? Also es gibt das Creative Gaming tatsächlich so als richtigen Bereich. Und deswegen war Serious Games das mal wahnsinnig schwierig. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Spiel entwickelt und sagt, wir haben es rausgekriegt, wir haben Adventure benutzt, das dauert eine Stunde und wir haben rausbekommen, die Leute lernen bestimmt ein Feld besser. Dann heißt das nur, dass man in dem Feld, in dem Fach, bei dem Thema ein Adventure nehmen kann und das funktioniert. Das heißt aber noch lange nicht, dass Spiele funktionieren. Ne? Also es könnte jetzt ein anderes Spiel sein, wo man vielleicht Punkte sammelt oder irgendwie ausweichen muss oder auf irgendwelche Sachen schießt oder so. Und schon ist die ganze Wirkforschung wieder weg. Und deswegen plädiere ich jetzt gerade noch ein bisschen für Gamification, weil da ist es nämlich einfacher, weil das mich direkt auf die psychologischen Grundbedürfnisse abzielt. Das kann man weitaus besser evaluieren und da gibt es tatsächlich dann auch schon gute Studien. Es gibt sogar schon zwei Meta-Analysen zu dem Thema Gamification und die erste Meta-Analyse war Serious Games, da warten wir wahrscheinlich noch 10 Jahre drauf oder 15. Ne? Also höchstwahrscheinlich wird das gar nicht funktionieren, weil allein die Definition von Serious Games ist ja auch schon angeklungen am Anfang. Es gibt eine Ben Sawyer ist ja so ein bisschen der geistige Vater von Games for Health. Und der hat mal eine Taxonomie rausgebracht. Und das waren schon, ich glaube, 5 PowerPoint-Folien voller Wörtern. Also selbst er hat es nicht hingekriegt. Und deswegen, glaube ich, auch ist das wahnsinnig schwierig. Und genau, soweit zu dem. Und jetzt noch die Ergänzung, was wir sagen wollen, was vielleicht ganz gut ist, wir hatten mal so eine virtuelle Patientenanalyse gemacht, was ja auch schon so ein bisschen Richtung Simulation geht. Und da war es auch total schade. Da haben wir nämlich geschaut, sind eigentlich die Erkrankungen und die Fälle, diese Patientenfälle, sind die eigentlich mit der Realität abgleichbar? Ne? Und das war es tatsächlich gar nicht. Also es war ganz anders, was auch völlig okay ist, was Tobias gerade gesagt hat, das machen wir auch selten Erkrankungen, wo man sagen kann, das macht jetzt mehr Sinn, das auch im virtuellen Patientenfall zu beschreiben. Was wir da aber gar nicht hatten, ist, dass der Fall schlecht ausgeht. Und ich finde, das ist auch eine Möglichkeit, bei Games einzubauen, zu sagen, was ist denn, wenn man alles richtig macht, der Patient aber stirbt? Ne? Das sind ja so Sachen, das möchte man auf jeden Fall nicht in der Realität haben und bitte auch nicht das erste Mal auf Station. Aber da sind noch sowas wie virtuelle Patienten und das spielt total gut. Also als Vorteil sagen, das Thema ist halt auch nochmal wichtig und lass uns das auch nochmal besprechen. Also das finde ich tatsächlich nochmal mein großer Vorteil, was gerade Serious Games können, ne? durch ihre Narrative tatsächlich. Genau, aber so viel erstmal von mir, sonst kommen die anderen nicht mehr dran. Aber trotzdem, Daniel, würde ich da gerne noch kurz was ergänzen, denn genau das sehen wir. Wir haben ja auch solche Fälle konstruiert in der virtuellen Notaufnahme, bei denen es dann tatsächlich zu einem tödlichen Rhythmusereignis kommt bei einem Patienten mit Herzinfarkt, obwohl die Behandlung richtig abgelaufen ist. Das ist zwar statistisch gesehen seltener, wenn man alles richtig macht, aber trotzdem passiert es und das ist die Realität und das wird dann auch thematisiert. Was aber ein klarer Unterschied ist zwischen der Realität und dem Spielkontext, zumindest so wie ich ihn beobachtet habe, ist, dass die Studierenden tatsächlich sich auch mal einen Spaß draus machen und ich kann es ihnen nicht verdenken, mal zu gucken, was so passiert. Zum Beispiel, wenn man völlig falsche Medikamentendosen gibt oder viel zu hohe Dosen. Und ich habe aber festgestellt, dass in den ersten Sitzungen dann in der Regel an einem oder zwei Rechnern von 50, wir haben so einen großen Raum dort, solche Sachen passieren und dann auch sich zum Teil die Studierenden sofort herumscharen, jedenfalls in Zeiten vor Corona war das so, um zu gucken, was denn dann kommt, wenn da eine Reanimation ist. Aber der Reiz dessen, dass man die virtuellen Patienten da schädigt, der geht sehr schnell verloren. Und das ist für mich beruhigend. Denn erstens wissen wir, dass wenn in virtuellen Umgebungen zu viele Todesfälle auftreten, dass das demotivierend ist für die Lernenden. Und zweitens wäre es auch schade, wenn durch den Spielkontext so eine lapidare Grundhaltung entstehen würde, im Sinne von, ach, da mache ich einfach irgendwas. Und wenn sich das am Ende auch noch auf die Realität übertragen würde. Aber davon sehen wir zum Glück nichts. Ja, ich kann mich meinen Vorrednern voll und ganz anschließen in den Punkten. Ich hätte noch eine Ergänzung. Ich finde es bei Serious Games ganz häufig auch schwierig, den schmalen Grat zwischen Abstraktion des Serious Games, des Szenarios und dieser ganzen Gestaltung und Realitätsbezug herzustellen. Weil natürlich geht es darum, in den Serious Game Wissen zu vermitteln, vielleicht auch Handlungskompetenzen zu vermitteln, die man dann auf beispielsweise die Situation in der Notaufnahme später in der Realität übertragen kann.
Aber dadurch, dass ja zum einen zeitlich einige Zeit zum Teil dazwischen liegt, wie Tobias ja gerade eben schon sagte, und zum anderen das Ganze kognitiv natürlich auch einen Bruch darstellt, habe ich die Erfahrung gemacht, jetzt nicht im medizinischen Kontext, sondern grundsätzlich zu Serious Games und der Recherche in der Literatur dazu, dass es ganz häufig wirklich ein sehr schmaler Grat ist, dazwischen dieses Spiel wirklich als Wissensvermittlung zu sehen und dieses Wissen dann auch mit in die Realität nehmen zu können. Weil je nachdem, wie das Spiel gestaltet ist, wenn sehr viel spielerische Aspekte da drin sind und die das Ganze, die Wissensvermittlung quasi überschreiten, dann ist es sehr schwer, wirklich zu lernen damit und das dann auch mit in den Alltag zu nehmen. Also gerade wenn es so um, Kompetenzen geht, die nicht auf Softskill-Ebene sind, sondern auf wirklich Handlungen, die ich durchführen will, dann ist es schwer, von beispielsweise das Ganze am PC als digitales Spiel, Point and Click oder wie auch immer, dann wirklich in eine Handlung zu überführen. Also ne, wie ziehe ich eine Spritze auf, beispielsweise jetzt an dem Medizinkontext. Das Ganze über einen PC zu machen, ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer, als das dann in der Realität wirklich zu machen. Also da ist es was, wo ich immer wieder den Bruch sehe, wo ich auch eher der Fürsprecher für Gamification-Elemente wäre an der Stelle. Also würde ich mich Daniel auf jeden Fall anschließen. Für viele Kontexte eignet sich Gamification an der Stelle, einfach die Gamifizierung, Spielelemente in Nicht-Spielkontexte zu übernehmen, als ein direktes Spiel als solches zu entwickeln. Bei der Anmoderation da weiß ich nicht, ob ich das richtig verstanden habe. Serious Games als kompletter Ersatz für diese für die Notfallsituationen. Ich kenne mich jetzt nicht in der Medizin aus, aber ich kenne ein Beispiel aus dem Maschinenbau, aus dem Schweißen. Da gibt es halt einen Schweißautomaten, der mithilfe von AR arbeitet. Und da gibt es im Prinzip drei Stufen. Das erste ist, dass die Leute angelernt werden, also dass die Aufgaben, die gestellt werden, einfacher sind als in der Realität. Also da kann man, also wenn man beim Schweißen muss man irgendwie auch genau arbeiten, dass man das aufzutragende Material und das Schutzgas und alles in richtigen Abständen hält. Und das wird dann in der ersten Stufe vereinfacht, in der zweiten Stufe entspricht das der Realität und die dritte Stufe ist dann die reale Schweißkabine und da müssen die Lernenden sich im Prinzip qualifizieren von Stufe zu Stufe und mit Hilfe von Gamification können dann auch diese einzelnen Stufen, also zumindest die ersten zwei, richtig ausgestaltet werden und es ist da sieht man halt auch den Vorteil von digitalen Werkzeugen, also dass man dann im Nachhinein richtig analysieren kann, wie war die Schweißnaht. Okay, das für die Medizin würde das jetzt bestimmt, würden das bestimmt andere Parameter sein, aber das kann man dann digital besser analysieren, sogar als in der Realität. Gut, ich würde mal so einen Umschwung jetzt zum nächsten Thema machen. Und zwar, wir haben eigentlich schon sehr viel darüber gesprochen, nämlich dem eigentlichen Lernprozess beziehungsweise der eigentlichen Didaktik, die sich ja hinter Serious Games und Gamification befindet. Das heißt, wir blicken ja gerade auf eine Universitätslandschaft, in der ja Lernen sehr viel noch mit Büchern funktioniert, sehr viel mit Hausarbeiten funktioniert, mit Vorlesungen funktioniert. Und da ist die so drüberliegende Frage eigentlich, wie kann Gamification beziehungsweise Serious Games, und sehr viel wurde dazu schon aufgegriffen als Anreiz beziehungsweise auch als Motivationsanreiz, eigentlich da auch Abhilfe schaffen, eventuell den Lernprozess zu verbessern. Und da stellt sich die grundlegende Frage auch erstmal ein, okay, wie kann Gamification beziehungsweise auch Serious Games, ich mache da mal die begriffliche Abgrenzung, wie können sie tatsächlich in die Lernprozesse einwirken und wie beeinflussen sie eigentlich die Lernprozesse? Wir haben ja gerade von Motivationsanreizen gehört, da haben wir auf der einen Seite extrinsische und intrinsische Motivationsanreize, aber wie gestaltet sich das eigentlich in der Praxis und wie schafft man eigentlich
auch für einen längerfristigen Zeitraum so einen intrinsischen Ansatz von Motivation, eventuell auch mit Gamification-Elementen oder Serious Gaming-Elementen zu schaffen. Das wäre so die Einleitung. Wer möchte gerne anfangen? Ja, Daniel? Ich dränge mich mal vor, ja. Also von wegen, ich mache es mal Gamification, weil es, wie gesagt, einfacher ist. Ich suche mal den einfachen Part aus, deswegen habe ich mich auch zuerst gemeldet. Genau, also vielleicht mal zu der Idee, wie kann man Lernen verbessern, fördern? Die Frage ist tatsächlich aktuell in der Covid-19-Pandemie eher, wie kann man es überhaupt noch ermöglichen? Ne? Also durch 3 Semester Lockdown und nur noch digitaler Lehre ist die Motivation ja bei den Studierenden auf den Nullpunkt, sage ich jetzt mal, und bei uns ja auch, bei uns Dozierenden. Ne? Also es ist ja nicht so, dass es nur einseitig wäre. Und ich glaube, da ist es tatsächlich noch fast wichtiger, jetzt noch mehr darauf einzusetzen. Also mit Kahoot hattet ihr ja, glaube ich, auch bei Twitter geschrieben. Also was ist denn jetzt so mit Kahoot? Ist das eigentlich schon das Rätsel der Lösung? Weil vielleicht, um die Frage auch einzugehen, was macht das mit dem Lernen? Es gibt sogar die Theorie des Gamified Learnings von Landers, der halt im Endeffekt auch gesagt hat, man lernt jetzt nicht dadurch primär unbedingt besser, aber die Lernprozesse können halt gezielt unterstützt werden. Darum geht es eigentlich. Und mehr können wir jetzt tatsächlich mit Gamification auch gar nicht machen. Aber von der Didaktik her, ich versuche es mal ganz kurz zu halten. Ja, also es gibt verschiedene Spielelemente, ne, oder Spieldesign-Elemente heißt es dann, wie zum Beispiel Punkte. Man vergibt einfach Punkte, wenn man was gemacht hat. Das klingt jetzt simpel, ist tatsächlich didaktisch gesehen aber total spannend, weil es ist erstens ein direktes und kontinuierliches Feedback. Man kriegt ja Punkte und zwar sofort. Und alle Lerntheoretiker horchen jetzt ja auf, ne? Direktes Feedback. Das ist ja das, was beim Lernen wahnsinnig wichtig ist. Das ist natürlich kein elaboriertes Feedback, aber es ist zumindest ein Feedback. Das heißt direkt, weil es sofort kommt, kontinuierlich, aber auch, weil man sowas wie ein Punktekonto ja hat und sieht, okay, ich entwickle mich so langsam weiter. Also da ist ja schon was hinter. Dann ist es ein Belohnungssystem, was natürlich immer gut funktioniert. Und man kann halt, wie gesagt, ein bisschen sehen, wie entwickle ich mich. Denn man sagt, Mensch, ich habe jetzt pro Tag 15 Punkte und am fünften Tag nur noch 5 Punkte. Also ich lasse nach. Ne? Also da kommt vielleicht so ein bisschen extrinsische Motivations-Battle, der sich dann intern entwickelt. Dann diese Badges, also diese virtuellen Auszeichnungen, ist eigentlich der absolute Knüller. Das funktioniert am allerbesten. Das ist ja sowas wie ein Statussymbol, ne? Also eine Auszeichnung, die man bekommt. Das heißt, ich habe ein Kompetenzerleben, ich habe was erreicht, ich bin jetzt toll, ich kann mich jetzt selber auch ein bisschen loben. Ich hab mich in eine Herausforderung gestellt. Und das ist auch sowas wie ein elitärer Haufen, zu sagen, ich habe ein Badge und gehört zu den Leuten, die auch so ein Badge haben. Ne? Also dann fühlt man sich gleich wie ein Besser. Das ist ja wieder so ein Orden, den man trägt, wenn man Militär und sagt, hier, guck mal. Und das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Man kriegt eine Auszeichnung, kann sich selber freuen, aber man kann es auch noch zeigen. Und das ist das Gute bei Gamification, diese Selbstbestimmungstheorie. Das habe ich schon ein paar Mal jetzt erwähnt. Aber wie Motivation funktioniert. Wir haben eigentlich 3 bestimmte Elemente. Kompetenz erleben, das heißt, was ich gerade gesagt habe, ich bin toll und kann mich jetzt gut fühlen. Ich stelle mich neuen Herausforderungen. Dann haben wir Autonomie. Ich möchte auch als Person selber auch wahrgenommen werden. Und das Dritte ist aber, Orden sind toll. Und wenn ich was erreicht habe, kann ich mich loben. Aber noch besser ist, wenn noch jemand anders mir auf die Schulter klopft und sagt, hey, richtig gut gemacht gerade. Und das ist nämlich soziale Zugehörigkeit. Das ist der dritte Aspekt von der Selbstbestimmungstheorie. Und eigentlich alle Gamification-Elemente, die es so gibt, spielen immer direkt auf diese Motivationstheorie da auf. Ne? Und das ist natürlich dann das Einfache. Wir können da selber gar nicht so richtig rauskommen. Also sei es jetzt Badges, Punkte, Leaderboards, auch ganz wichtig, ne? Dass man guckt, wo bin ich denn im Vergleich zu anderen? Und kommen wir dann aber auch ganz schnell in die Gefahr von, ich bin besser als die anderen oder auch wirklich Druck, der sich aufbauen kann, der im Studium, glaube ich, eigentlich schon groß genug ist. Und die Gefahr ist natürlich, wenn man so Punkte macht und Leaderboards, Noten sind ja nichts anderes als Leaderboards, wenn man so will, das kann natürlich auch wahnsinnigen Druck machen. Und die Pädagogen sagen auch, bitte vorsichtig sein, das kann ein gemischtes Motivationspotenzial, wie es so schön heißt, haben. Na, das kann in beide Richtungen ausschlagen. Da gibt es aber, um der Spiele, bei den Spielen zu bleiben, natürlich auch ein Gegenmittel. Das wäre nämlich Teams zu bilden. Also bloß nicht die Leute alleine lassen, sondern geht in Teams, dann könnt ihr auch gemeinsam scheitern. Und wenn man dann was nicht hinkriegt, das ist ja gut, dann müssen die nächste Runde besser zusammenarbeiten. Das wird schon, das kriegen wir hin, dann ist keiner alleine. Ne? Also das wird dann auf jeden Fall schon wieder besser. Genau, erstmal vielleicht mal so weit, also grundsätzlich Selbstbestimmungstheorie über Gamification und das hat halt alles dann auch didaktische Auswirkungen, ne? Dann kann man dann auch ganz gezielt einsetzen, wo hapert es gerade, ist es wirklich um die Motivation, das ist natürlich erstmal die erste Frage, ist das Hauptproblem beim Lernprozess die Motivation, ne? Und das ist natürlich im Studium, sogar sind die meisten ja zumindest noch im ersten Semester eher intrinsisch motiviert, das ist vielleicht gar nicht so schlimm, aber umso länger das Studium geht, vielleicht auch unabhängig von der Medizin, aber lässt das ja eventuell auch so ein bisschen nach. Genau, also vielleicht erstmal so weit.
jetzt haben wir das wesentliche Problem auf dem Tisch. Denn es gibt ja auch Studien, Daniel, die kennst du, das weiß ich, aber ich schließe einfach mal an der Stelle jetzt an. Es gibt ja Studien, die zeigen, dass solche Incentives, die du jetzt genannt hast, und da gibt es ja auch noch weitere, dass die natürlich wirken, eine Zeit lang. Und dass es aber, wenn man die dann wegnimmt, passieren kann, dass das gewünschte Verhalten überhaupt nicht mehr auftritt. Das hat man ja sogar im Kindergarten schon zeigen können, wo man irgendwann Kindern dafür, dass sie etwas Schönes gemalt haben, irgendeine kleine Belohnung gegeben hat. Und als man die dann nicht mehr gegeben hat, haben die Kinder aufgehört, von sich aus zu malen. Also wurde eine intrinsische Motivation sogar zunichte gemacht. Das ist jetzt die Kehrseite der Medaille. Und das ist ja auch schon eines der Themen, die heute sicherlich auch noch zur Sprache kommen werden. Welchen Einfluss hat das eigentlich auf die Lernenden, auf ihr Selbstverständnis, auf ihren Anspruch und auch auf die Art, wie sie mit ihrem Studium umgehen, wenn man mit solchen Incentives arbeitet? Da muss ich aber auch sehr selbstkritisch aus Sicht der Medizinerinnen und Mediziner sagen, dass wir natürlich durch unsere ständigen Multiple-Choice-Klausuren und die doch sehr starke Fokussierung auch im Staatsexamen auf schriftliche Fragen, in denen die richtige Antwort aus 5 Möglichkeiten wiedererkannt werden muss, unsere Studierenden leider auch sehr in dieser Art und Weise konditionieren. Da sind also die Spiele gar nicht unbedingt schuld dran und noch nicht unbedingt das Schlimmste. Aber es ist dennoch wichtig, und deswegen finde ich das wichtig, dass du es gesagt hast, Daniel, es ist wichtig, diesen Punkt im Auge zu haben, damit man da nicht übers Ziel hinaus rennt. Da will ich mich direkt einmal anschließen, weil es ist eben schon mal gefallen. Es ist natürlich ein großer Gewöhnungseffekt da. Das heißt, wenn ich immer etwas gamifiziere, wenn ich immer Spielelemente reingebe, dann gewöhne ich mich daran, vor allem wenn es immer das Gleiche ist. Wenn es immer die gleiche Incentive ist, wenn es immer die gleiche Art ist, einen Lehrinhalt zu vermitteln, beispielsweise als Wettbewerb oder Ähnliches, indem ich Teams aufteile oder indem ich immer eine Zeit setze, die Ressourcen begrenze oder Ähnliches. Da gibt es ja ganz viele spielerische Elemente noch über die Daniel eben schon genannt hat, hinaus. Ich finde, für den Start von Lehrveranstaltungen, um so ein grundsätzliches Interesse vielleicht auch für sehr dröge Themen an der Stelle vielleicht auch herzustellen, finde ich das immer eine gute Sache. Natürlich sollte man im Hinterkopf behalten, was Tobias gerade sagte, ne, dass sich das entsprechend auch abnutzt und dass das auch zu einem Problem werden kann, dass wenn ich das immer hinterfüttere, diese intrinsische Motivation extern zu füttern, in Anführungsstrichen, und das dann wegnehme, dass ich dann quasi in ein Motivationsloch falle. Auf der anderen Seite finde ich es eine schöne Sache, dass es so eine Vielfalt an verschiedenen Incentives und verschiedenen Spielelementen gibt, um auch möglichst viele Spielertypen und gleichzeitig auch verschiedene Lerntypen abzuholen. Also da entsprechend die abzuholen, die vielleicht eher auf Kollaboration ansprechen, die zwar im Team arbeiten, aber nicht gegen ein anderes Team, sondern mit anderen Menschen, die das motiviert. Auf der anderen Seite vielleicht Leute, die wirklich eher sich herausfordern lassen an der Stelle. Sowas wie Levels ist ja auch ein Spielelement, was gerne genutzt wird im Gamification-Bereich in der Lehre, dass ich meine Module, meine Sitzungen als Level verpacke und ich eine bestimmte Punktzahl, ein bestimmtes Wissen, eine bestimmte andere Art von Incentive oder von Ziel erreichen muss, Lernziel an der Stelle, um quasi in die nächsthöhere Stufe aufzusteigen, um mir quasi die Inhalte für die nächste Sitzung quasi freizuspielen. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, aber natürlich hat jede Möglichkeit auch ihre Kehrseite und da muss man ganz vorsichtig sein, weil es hilft natürlich auch nicht, zum Start irgendwie alles zu verbinden, was so an spielerischen Elementen da ist, um die Motivation möglichst hoch zu halten und am Anfang möglichst hoch einzusteigen. Weil, wie gesagt, dieser Gewöhnungseffekt natürlich da ist. Das heißt, wenn ich am Anfang viel reingebe, dann müsste ich auch eine gewisse Vielfalt haben, die ich bis zum Ende durchziehe. Und irgendwann erschöpft sich das Ganze natürlich. Zur Frage, werden unterschiedliche Kompetenzen trainiert? Da fällt mir ein, dass ein Spiel ja auch immer eine Simulationsumgebung ist. Und wenn man das jetzt vergleicht, man lernt mit einem Buch oder man lernt mit einer Simulation, dann denke ich schon, dass da vielleicht unterschiedliche Kompetenzen trainiert werden, indem man also aus dem Buch eher das Wissen, also eher das Theoriewissen hat und aus dem Spiel oder aus der Simulation hat man dann eher auch eine Visualisierung des Wissens und man kann mehr ausprobieren und experimentieren mit dem Simulationsmodell. Und von daher denke ich, dass das schon
unterschiedliche Lernerfahrungen sind und auch vielleicht nachhaltiger, wenn man experimentieren kann. Ich habe gerade mal, ich sehe gerade eine Meldung von Christine. Ja, nee, gar kein Problem. Ich wollte auch gar nicht so reingrätschen. Ich hatte einfach nur jetzt gerade eine Interessensfrage eigentlich. Vielleicht könnt ihr da aus eurer Erfahrung auch ein bisschen berichten. Weil ich frage mich immer, ob man immer davon ausgeht, dass Studierende immer ganz positiv davon gestimmt sind und immer begeistert sind von Spielelementen oder auch von Serious Games. Oder ob es eventuell auch einfach Studierende gibt, die sagen, nee, ich möchte mir hier gar nichts erspielen. Uni, das hat für mich eine gewisse Ernsthaftigkeit, da hat das einfach nichts verloren. Das kann ich in meiner Freizeit machen. Aber ich möchte nicht das verbinden mit meinem Lernen, weil das vielleicht auch ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht wird das dann ein bisschen abgewertet, der Lernprozess, weil ich mich nicht mehr so durcharbeiten muss, sondern mir das sozusagen erspiele. Dann steige ich direkt vielleicht einmal dazu ein. Natürlich funktioniert nicht jede Methode für jeden. Das ist ja überall so. Das ist bei allen didaktischen Methoden der Fall. Natürlich gibt es auch die Leute, die da negativ drauf ansprechen und sagen, ja, ich bin super frustriert von Anfang an, weil ich vielleicht nicht unter den Top 10 oder Top irgendwas bin, was meine Punktzahl angeht. Natürlich gibt es das. Natürlich gibt es auch kritische Stimmen, was die Ernsthaftigkeit von solchen Methoden in der Lehre angeht, sowohl auf Studierendenseite als auch auf Lernendenseite. Ganz klar bin ich zum Beispiel immer wieder mit konfrontiert. Es gibt aber auch Gamification-Elemente, und ich gehe jetzt mal wieder darauf ein, weil es einfacher zu beantworten ist, Daniel, ich finde das ganz genauso, die gar nicht so direkt als Spielelement unbedingt erkennbar sind. Weil wenn ich zum Beispiel eine Gruppenarbeit machen lasse, die eine bestimmte Zeit, einen bestimmten Ressourceneinsatz beinhaltet, zum Beispiel, dass ich ein gesellschaftliches Problem lösen muss mit einem Prototypen, der zu entwickeln ist. Sowas haben wir in unserer Lehre beispielsweise mit drin. Und ich habe ein begrenztes Ressourcenset, das heißt begrenzte Personen, die daran mitarbeiten, eine begrenzte Zeit und auch begrenzte Materialien, die ich dazu zur Verfügung habe. Auch das sind spielerische Elemente, also die Ressourcenbegrenzung, diese Zeitbegrenzung und diese Kollaboration an der Stelle. Das sind ja gar nicht so die unbedingt auf der Hand liegenden Spielelemente, die auf Entertainment quasi abzielen, sondern die eher auf einer niederschwelligeren Ebene funktionieren. Das heißt, Gamification ist nicht automatisch Entertainment und High Life und Ähnliches, sondern da gibt es bestimmt auch einiges, was man in einer gewissen Seriosität entsprechend auch als Methode nutzen kann, ohne dass es direkt als Gamification potenziell negativ aufstoßen könnte, beispielsweise. Also wir hatten mal wir haben eine Studie gemacht, wo wir eine Quiz-App untersucht haben, und da gab es genau diesen Effekt, dass ungefähr die Hälfte der Leute sich mit der Quiz-App auseinandergesetzt hat und das Wissen darüber gelernt hat. Die andere Hälfte der Leute hat dann eigentlich die Quiz-App nur genutzt, um die Fragen zu meinen und die Fragen dann auf herkömmliche Weise zu lernen. Also genau diese Argumentation kam, die gerade genannt wurde. Wir sind hier an der Uni, wir machen was Seriöses und da muss ich jetzt nicht spielen. Und da gibt es auch einige Kollegen, die dann halt sagen, wenn ich was lernen soll, gib mir die Materialien, aber lass mich mit den Spielen in Ruhe. Und von daher, wie die Nina das gerade sagte, es gibt dann halt schon ein bisschen kompatiblere Formen von Spielen. Aber grundsätzlich kann man da jetzt nicht mit jedem, oder sind one size does not fit all für Spiele. Das wirft uns ja aber doch auch zurück auf die ursprüngliche Frage, wann man jetzt eigentlich Spiele einsetzt. Also wenn ich mich an Kevins Frage erinnere, dann ging es ja auch um die curriculare Einbindung oder Verankerung von solchen Dingen. Und da steht für mich am Anfang immer, das Einmaleins der Curricularentwicklung, das haben Leute, die so Master of Medical Education studieren, schon im ersten Modul immer gleich gehört, dass man auf die Kongruenz achtet, also Kongruenz zwischen den Lernzielen, das ist ja alles nichts Neues, das machen hier die ganzen Hochschuldidaktiker, das machen wir schon ewig. Aber das ist hier wieder ganz wichtig, denn
Ich nehme schon wahr, dass viele solche auch Gamification-Elemente halt eingesetzt werden, weil es möglich ist. Gerade so Quiz-Apps, das ist ein schönes Beispiel. Da habe ich auch Sachen erlebt, die in genau diese Richtung gegangen sind. Da verstehe ich auch, wenn Studierende sagen, nee, also Trivial Pursuit fürs Studium, nee, das möchte ich jetzt eigentlich nicht so wirklich. Weil es da eben auch dann nur noch darum geht, diese Fachinhalte mit diesem Element zu verbinden. Und deswegen glaube ich, ein Spiel hat da seinen Einsatz oder einen möglichen Einsatz, wo man mit einer anderen Lehrmethode nicht weiterkommt, weil das, was man da vermitteln möchte, auf diese andere Weise nicht zu vermitteln ist. Und das reine Faktenwissen, das kann auch anders erworben werden. Klar kann man das mit dem Spiel vielleicht auch erwerben. Das würde ich aber niemals zu einem Bestandteil des Studiums machen, der curricular fest verankert ist, sondern eben als Add-on für alle, die Lust darauf haben. Und ob das dann wirkt, da sind die Meinungen auch geteilt. Wir haben Daten, die nicht unbedingt zeigen, dass das automatisch dazu führt, dass Leute hinterher auch besser sind, auch bei diesem Faktenwissen nicht. Wenn es aber Situationen sind, in denen man eben sonst die Lehre nur ganz schwer machen kann, wie in Notfällen oder auch anderen, das gibt es auch zum Beispiel auch für so Massenunfälle gibt es solche Spielsituationen oder auch für sicherheitsrelevante Dinge in Gebäuden, wo dann Feuerlöscher sind und solche Dinge. Da gibt es ganz viele Anwendungen. Das ist schwer anders zu machen. Und wenn dann diese Simulationskomponente zum Spiel hinzukommt und das Ganze auch wirklich realistisch wirkt und man weiß, das hat was mit meinem späteren Beruf zu tun, dann ist möglicherweise die Bereitschaft größer, sich damit auseinanderzusetzen. Aber um nochmal auf Kevin zurückzukommen, ich bin ein ganz klarer Verfechter davon, genauso wie auch Heinrich es eben gesagt hat, wir können nicht Spiele über den Zaun werfen, sondern das muss didaktisch begleitet werden. Und ich glaube auch, dass die eigentliche Effektivität dieses Spiels, das wir da eingesetzt haben, unter anderem darauf beruht hat, dass wir erstens anwesend waren, wenn die Studierenden gespielt haben und für Fragen zur Verfügung gestanden haben. Wir wurden nicht selten Dinge gefragt, haben auch nie Antworten gegeben, aber haben weiterführende Fragen gestellt, die dazu geführt haben, dass die Studierenden dann im Selbststudium an diesen Fragen weitergearbeitet haben. Außerdem haben die auch alle sich am Ende jeder Session aufgeschrieben, was sie an dem Tag nicht verstanden hatten und was sie durcharbeiten wollen bis zum nächsten Mal. Und zum Beginn der nächsten Session mussten sie zumindest für sich selber einmal überlegen, ob sie es auch gemacht hatten. Das war bestimmt kein unwichtiges Element, obwohl ich das jetzt nicht beweisen kann. Aber das so als Hinweis dazu, wie wichtig die curriculare Verankerung ist, die halte ich für ganz entscheidend. Spiele dann einzusetzen, wenn klassische Lehrmethoden scheitern, Kompetenzen zu entwickeln, ist vielleicht auch eine gute Überleitung für eine Frage aus dem Chat. Hanna fragt an der BUW, Bauhaus Universität Weimar, gab es in diesem Semester das Modul Virtuing, in dem ein MMO zur Strategieentwicklung eingesetzt wurde. Gibt es hier jemanden, der die mehr darüber weiß? Heinrich, wenn ich mich richtig erinnere, warst du da, glaube ich, auch an dem Modul beteiligt, oder? Ja, genau. Die Frage, ja. Also Virtuing war ein Modul oder ist ein Modul, wo wir ein handelsübliches Multiplayer-Online-Game nutzen, um damit eine Umgebung zu bieten, in der überfachliche Fähigkeiten gelernt werden können. Also die Studierenden sollen bestimmte Probleme lösen, beispielsweise ein bestimmtes Schiff bauen. Also das MMOG ist EVE Online, das ist ein Weltraum-Simulationsspiel. Und auf dem Weg zu dem Ziel soll es solche Sachen geben wie Zusammenarbeit, Kommunikation. Also im Prinzip dasselbe, was man im Bauingenieurwesen als Projekt macht. Nur muss man sich gegenüber richtigen Projekten jetzt kein richtiges Projekt ausdenken, das man dann betreuen muss, sondern man kann halt das Spiel nehmen und da diese überfachlichen Fähigkeiten, wie beispielsweise auch Information Literacy, also woher bekomme ich meine Informationen, wie kann ich die zusammenstellen, kann ich halt für ernst nehmen, was ist jetzt halt eher nicht so gute Information. Also das haben wir jetzt im dritten Semester zum dritten Mal gemacht, das dritte Semester, und das hat da eigentlich relativ, es war ein Wahlpflichtfach, also die Leute, die dort waren, die waren alle sehr motiviert, und man kann aber jetzt auch nicht sagen, dass das halt nur die spielaffinen Leute waren, sondern es gab halt auch Leute, die vorher noch nicht gespielt haben, das dann aber trotzdem durchgezogen haben. Und ja,
Ich weiß jetzt nicht, eine Studentin dort hieß Hanna, vielleicht war das diese Hanna, die gefragt hat. Hanna schreibt im Chat, sie war es nicht, die dabei war. Okay. Das muss eine andere Hanna gewesen sein. Okay. Gerade zu diesem Spiel und jetzt auch nochmal zu dem, was Tobias gesagt hätte, hätte ich eine spannende Anschlussfrage eigentlich. Und zwar hatte Tobias ja gerade die didaktische Einbettung mit den Hochschulcurricula irgendwie sich vorgenommen. Und ich frage mich jetzt, wie sieht denn eigentlich eine Lernbegleitung dann von den Serious Games aus? Also wie kann man eigentlich Serious Games, gerade wenn wir irgendwie an pädagogische Lernprozesse denken, eigentlich auch als, sage ich mal, Dozent oder Professor begleiten, wenn die Seminarteilnehmenden tatsächlich dann an dem Spiel auch spielen oder sich Inhalte erarbeiten. Wie sieht also die Lernbegleitung aus? Also ich könnte ein Beispiel nennen, wo das korsettmäßig stattfindet. Also da wird SimCity gespielt zur Entwicklung eines Industriegebiets und das Industriegebiet wird dann in der nächsten Stunde oder im nächsten Block wird es dann halt tatsächlich besucht. Und in diesem Lernszenario gibt es drei Runden, wo dann jeweils zum ersten wird das sich mit dem Spiel vertraut gemacht, zum zweiten wird halt das Bestehende, die bestehende Bauleitplanung ausgenutzt und zum dritten wird dann halt freigespielt. Und das wird dann halt von dem Dozenten immer moderiert. Und es gibt dann halt diese 3x30 Minuten, in denen freigespielt werden kann. Das Ganze wird dann ist in einem offenen Szenario, also alle sind in einem Raum und werfen ihre Spielstände an die Wand. Und das ist halt die Korsettform. Also das, was der Tobias gerade erzählt hat, wo man halt den Leuten keine Fragen beantwortet, sondern sie zum Selbstdenken anregt, wäre dann vielleicht eine weitere Form, also mit weniger Korsett. Wir haben Verschiedenes probiert. Also wir haben auch mal beispielsweise Studierende in den jeweiligen Spiel-Sessions gebeten, die Fragen zu beantworten, also die Fragen ihrer Kommilitoninnen und Kommilitonen. Das waren jeweils dann etwas fortgeschrittene Studierende. Das war etwas, oder eigentlich ist ja Peer-Teaching, ich sage mal Topping 1996, ist ja eigentlich ein etabliertes Konzept. Das hat gar nicht funktioniert, hinsichtlich der Zufriedenheit zumindest. Das haben wir aber öfter schon gesehen. Das mag ein medizinspezifisches Phänomen sein, dass die Studierenden sich immer eine Professorin oder einen Professor wünschen. Ich überspitze das jetzt mal so ein bisschen. Aber der Wunsch war sehr groß, dass da nicht ein Kommilitone steht, der das eigentlich auch sehr gut weiß, sondern dass da jemand kommt, der irgendeinen Titel hat. Das haben wir probiert. Wir haben auch da mit Tandems gearbeitet und das hat auch nicht funktioniert, weil jeder die Maus in der Hand haben wollte. Also auch da muss man immer gucken, was passt zur jeweiligen Intervention. Aber um die Frage nochmal aufzugreifen, gerade in diesen Notfallsituationen ergeben sich eigentlich immer sehr ähnliche Fragen. Insbesondere dann, wenn eine lernende Person sich aufgrund von 2, 3 Informationen, die zu einem virtuellen Patienten vorliegen, schon ein klares Bild von der wahrscheinlichsten Verdachtsdiagnose gemacht hat. Und genau solche Fallen sind es ja, um die es uns dann in der Lehre geht, damit man nicht immer noch weiter, immer nur in diese Richtung guckt und vielleicht das eigentliche Problem dabei übersieht. Ist es dann auch so, dass in solchen Spielen, so wie wir sie anwenden, dieser eine Blick in die eine Richtung irgendwann auch nicht mehr weiterführt? Und das ist dann oft der Trigger dafür, dass Studierende sich melden. Und da braucht man, glaube ich, das direkte Feedback. Da kann man dann nicht sagen, ja, das besprechen wir dann nächste Woche, sondern die melden sich in dem Moment und sagen, ich komme hier nicht weiter. Ich habe hier das Problem, dass ich dies und dies und dies weiß, aber das passt nicht zusammen und die Diagnose ist offensichtlich falsch. Was ist denn die richtige Diagnose? Und da glaube ich eben, es wäre dann nicht zielführend zu sagen, die richtige Diagnose lautet ABC, sondern zu sagen, okay, wie ist denn der bisherige Weg eigentlich verlaufen von dem, was als erste Information gegeben wurde, zu dieser Verdachtsdiagnose? Und dann wird mir irgendwas geantwortet und dann sage ich, okay, und jetzt wäre die Frage, welche anderen Dinge kommen denn jetzt auch noch in Frage?
die eben eine ähnliche Problematik oder eine ähnliche Symptomatik hervorrufen könnten. Aber dann gehe ich in der Regel weg. Ich sehe dann natürlich schon auch, ob ein Studierender oder eine Studierende da Ideen zu hat. Und wenn ich merke, dass das funktioniert nicht, dann gebe ich andere Tipps. Aber deswegen glaube ich schon, dass es nicht unbedingt, jedenfalls in diesem Fall, nicht unbedingt sinnvoll ist, einfach zu sagen, hier ist ein Spiel, das könnt ihr jetzt mal machen, sondern es ist hilfreich, zumindest so eine Art von Begleitung anzubieten. Ob das in einem Raum sein muss oder ob wir vielleicht doch die Vorteile von digital basierter Lehre nutzen, nämlich Unabhängigkeit von zumindest Ort, von Zeit dann nicht, das kann man überlegen. Man kann nämlich auch sagen, dass wenn Leute jetzt beispielsweise mobil irgendwo ein Spiel nutzen, dass man dann doch feste Zeiten anbietet, zu denen man sich in einen Chat oder Ähnliches einloggen kann, um dann auch solche Fragen zu stellen. Also so könnte man das gestalten. Aber auch da hängt es immer davon ab, was ist das Lernziel und was ist die beste Methode, um es zu erreichen. Das finde ich einen sehr spannenden Punkt und das würde ich auch genauso unterschreiben. Super interessant. Was ich da aus meiner Erfahrung gesehen habe, ist, dass man quasi auch einen Unterschied machen kann zwischen Serious Games und Gamification wieder an der Stelle. Ich finde vollkommen bei Tobias, was so Serious Games angeht, wo es wirklich darum geht, mit einem Spiel Wissen zu vermitteln. Da würde ich auch vollkommen dafür plädieren, das Ganze zu begleiten mit Rückfragen, mit Verständnisfragen, mit der Möglichkeit, jemanden zu kontaktieren, dem eine entsprechende Expertise ausgewiesen wird an der Stelle, von den Studierenden oder von wem auch immer an der Stelle. Bei Gamification-Elementen, wenn es darum geht, den Lernprozess angenehmer zu gestalten und nicht explizit Wissen zu vermitteln über ein Spiel, was genau dafür generiert wurde oder designt wurde, da könnte man es vielleicht auch auslagern. Das ist so zumindest meine Erfahrung, dass man dann sagt, okay, man macht Reflexionsphasen nachgelagert in der nächsten Sitzung beispielsweise, weil man die Möglichkeit hat, den Transfer von dem Theoriewissen, was beispielsweise in der Vorlesung vermittelt wurde, über Rechenaufgaben oder welche Aufgaben auch immer im Selbststudium dann zu Hause, sich damit auseinanderzusetzen. Da würde ich es auf jeden Fall auch sagen, dass man es nachlagert. Aber auch da kommt es wieder darauf an, da bin ich vollkommen bei Tobias. Es kommt darauf an, welches Lernziel man verfolgt, welche Methode genau angewendet wird und wie auch die Studierendengruppe aussieht. Es kommt ja auch total auf die Zielgruppe an. Wer sitzt da gerade vor mir? Sind das Bachelorstudierende, die ich vielleicht dann doch gerade in den unteren Semestern nochmal eher an die Hand nehme, sozusagen als Masterstudierende, wo ich wirklich davon ausgehen kann, die setzen sich erstmal selber damit auseinander und dann reflektiere ich in der nächsten Sitzung beispielsweise oder ist das eine Zielgruppe, die interdisziplinär zusammengesetzt ist, weil es ein Wahlpflichtfach für viele verschiedene Studiengänge beispielsweise ist? Das kommt ja auch nochmal dazu. Ne? Welches Vorwissen kann ich voraussetzen? Und da müsste man dann entsprechend schauen, mache ich eine synchrone Betreuung quasi oder kann ich das Ganze vielleicht auch sogar nachlagern oder auslagern an der Stelle? Ja, wir haben uns darüber hinaus ja auch noch mit dem Thema des Forschungsumfelds beschäftigt, wenn wir dazu vielleicht auch einmal übergehen. Wir haben uns nämlich gefragt, was sagen eigentlich KollegInnen von euch, die eher auf konventionelle Lehrmethoden setzen, zu Serious Gaming Ansätzen und wie ermutigend findet ihr das Forschungsumfeld zu Serious Games insgesamt? Daniel, ja. Genau, ich hatte es ja schon ein bisschen anklingen lassen. Also erstmal den Forschungsstand Serious Games Gamification, habe ich ja schon gesagt. Das eine ist eher in der Psychologie. Also Gamification kommt erst aus der Psychologie. Die sind ja generell ziemlich genau, ne? Auch bei ihren Studien so gesehen ist das weitaus besser erforscht. Ich glaube, das hat wirklich was damit zu tun, dass das strukturierter ist. Also das ist halt schwierig. Und bei den Kollegen ist es so und wie sage ich das denn jetzt? Das war vorhin ja auch die Frage Serious Games. Ne? Also ist das überhaupt für alle was? Ne? Sagen die Leute, toll, ich habe jetzt Lust darauf. Das ist aber auch so ein bisschen typisch deutsch. Ne? Serious Games, da geht schon los. Ernsthafte Spielen, das passt schon nicht zusammen. Ne? Entweder ist es ernsthaft oder ich spiele. Das ist aber wirklich so ein Problem, das jetzt eher Deutschland hat oder ich sage es mal deutschsprachiger Raum. Das ist zum Beispiel in den USA, Großbritannien gar nicht so. Ne? Die Diskussion wird da gar nicht in dem Sinne so geführt. Und von den vom Forschungsstand, wenn man Kollegen spricht, muss ich jetzt schon sagen, das ist schon mühselig und ich habe aber auch so das Gefühl, umso jünger, umso offener sind die dafür, weil das eher die Gamer-Generation ist. Es kam jetzt sogar gestern, glaube ich, oder heute von der Bitkom die neuen Zahlen. Ne? Wie viele Leute sind jetzt Gamer? Ich glaube, es sind 60% bezeichnen sich jetzt Gamers. Das ist diese Corona-Boost. Das ist jetzt sogar noch mal mehr geworden. Das heißt,
umso jünger und eher haben wir auch diese Gamer-Generation, die da schon mehr mit drin sind. Da kann man besser drauf aufbauen. Allerdings muss ich auch sagen, dass jetzt die Entwicklung der letzten 2-3 Jahre, dass auch gerade in der Medizin die Leute weitaus offener sind für spielerische Ansätze. Das war jetzt vor 10 Jahren noch nicht so. Also da kommt jetzt viel Offenheit und zwar auch in, ich sage jetzt nicht in weichen Gebieten, aber auch in Gebieten, wo ich sagen würde, das sind die alten Festungen der ursprünglichen fakultativen Medizin, also wirklich so die jetzt sonst nicht als Nährboden für Innovationen bekannt sind. Sogar da kommt jetzt die Erkenntnis, vielleicht müssen wir da auch mal mehr schauen, was können wir da machen. Das mag auch durch Corona jetzt wieder sein, durch den Lockdown, durch digitale Lehre, die halt forciert wurde, das will ich gar nicht in Abrede sprechen, aber generell kommt da schon so ein Umdenken. Und dann kommt wieder mein Lieblingsthema, die Studierenden, ne? Die das ja auch mal mehr fordern. Die sagen auch, ja, aber jetzt, warum ist das bei dem anderen Kollegen denn so cool? Warum müssen wir jetzt nur mit den Büchern lernen? Die Zeiten sind eigentlich vorbei. Also das sind so 2 Entwicklungen, die ich finde. Aber eigentlich würde ich sagen, ist es eher positiv. Und da wir sagen, bei Gamification, die Studien ja auch immer besser werden, immer mehr, wir sagen Meta-Analysen, ist natürlich auch die Argumentation einfacher für uns, ne? Zu sagen, ja, wo sind denn die Evidenzen? Sagen wir, ja gut, die Evidenzen sind hier, ne? Also guckt euch das mal an und das ist natürlich einfacher. Wie gesagt, bei Gamification, ne? Bei Serious Games wird es da schwieriger. Und dann gibt es ja Leute wie Tobias zum Beispiel, ne? Die machen jetzt ja die gute Serious Games Forschung. Ich glaube, in ein paar Jahren können wir dann auch schon wieder besser argumentieren. Aber ich würd sagen, ich bin jetzt eher positiv gestimmt tatsächlich, was den Bereich angeht. Geht mir ähnlich. Also ich bin auch eher positiv gestimmt, aber die Reaktionen, die ich so erlebt habe in den letzten Jahren, sind sehr durchwachsen. So bei meinen KollegInnen an der Hochschule beispielsweise, gerade als es um dieses Seminar ging, was ich eingangs erwähnt habe, Gamification und Mixed Reality, da kamen dann Leute rein, die einfach mal hören wollten, was es damit auf sich hat. Und was ich in dem Seminar ganz häufig hatte, ist erstmal mit Klischees aufzuräumen quasi, weil immer zum einen wurde synonym verwendet, Gamification und Serious Games. Es wurde ja auch eingangs in der Einleitung schon gesagt, dass das auch, was die Definition angeht, natürlich nicht immer ganz trennscharf ist. Und je nachdem, welche Definition man da liest, kann es sein, dass man da sehr viele Deckungen hat an der Stelle. Ich habe dann mit dem Verständnis gearbeitet, was auch der Daniel eben ausgeführt hat, dass Gamification etwas ist, dass man spielerische Elemente auf Nicht-Spiel-Kontexte überträgt und Serious Games wirklich dazu da sind, Wissen zu vermitteln und genau dafür auch entwickelt werden. Ein weiteres Klischee war, weswegen ganz häufig die Leute sehr ablehnend erstmal waren am Anfang, ist, dass es immer hieß, ja, ich höre mir das jetzt mal an, was sie mir erzählen, aber eigentlich kann ich das eh nicht umsetzen in meiner Lehre, weil ich habe weder eine Software noch einen Spielerentwickler, um das zu machen. Aber gerade wenn es um Gamification als solches geht, bin ich zumindest der Meinung, dafür muss man nicht zwingend Spieleentwickler sein. Bei einem Serious Game sieht das wieder ein bisschen anders aus. Da ist es ganz gut, wenn man vielleicht jemanden mit entsprechender Expertise im Hintergrund hat. Aber bei Gamification geht das manchmal auch oder sehr häufig auch mit ganz einfachen Mitteln. Gerade wenn ich so auf Spielelemente gehe wie Wettbewerb, meine Studierenden in 2 Gruppen zu teilen und zu sagen A gegen B, dafür brauche ich keine extra Ressourcen, finanziellen Mittel oder Ähnliches. Das geht sehr einfach. Oder die Zeit zu begrenzen oder Ähnliches. Das waren so die klassischen Klischees. Und dazu kommt, dass natürlich weder Serious Games noch Gamification zwingend digital sind. Das ist auch nochmal ein Punkt, der bei mir ganz häufig in diesem Seminar aufkam, dass die Leute gesagt haben, ja, ich habe keine Ressourcen, um irgendwelche digitalen Lizenzen zu kaufen, um irgendwas zu digitalisieren. Aber es muss nicht zwingend digital sein. Wir haben zum Beispiel einen Escape Room entwickelt, den wir ja auf der einen Seite digital anbieten, über Google-Anwendungen beispielsweise, die kostenfrei zur Verfügung stehen. Auf der anderen Seite haben wir uns aber zum Teil auch hingesetzt und haben Sachen ausgedruckt, ausgeschnitten, einen Raum vorbereitet, einen physischen Raum. Das heißt, es muss nicht zwingend digital sein. Das waren so die klassischen Klischees. Ganz häufig war es so, dass am Anfang des Seminars die Haltung gegenüber Gamification und Serious Games sehr negativ war und am Ende so ein bisschen der Aha-Effekt kam, ach, das geht auch mit ganz einfachen Mitteln, das könnte ja selbst ich für meine Lehre oder an der Stelle, wo die Studierenden beispielsweise immer demotiviert sind oder der Kontext oder der Lehrinhalt sehr abstrakt ist und schwer zu verstehen ist, an der Stelle könnte ich es ja mal methodisch anders probieren und vielleicht ein spielerisches Element mal umsetzen an der Stelle. Ganz lustig, dass ich etwas andere Erfahrungen habe, jetzt gerade was die anderen Lehrenden angeht, aber auch die Studierenden. Das mag aber auch wiederum am Fachkontext liegen, aber da habe ich bisher fast nie erlebt, dass Leute dem kritisch gegenüber gestanden haben. Vielleicht sind ja Medizinerinnen und Mediziner auch Leute, die vielleicht
durch die vielen Geräte, die wir haben, mit den vielen Knöpfen einfach auch offener dafür sind zu spielen, wobei ich nicht hoffe, dass das im klinischen Kontext dann wirklich passiert. Aber die Offenheit ist riesig. Und das führt auch dazu, glaube ich zumindest, dass viele solcher Anwendungen tatsächlich einfach mal gemacht werden. Und immer wenn das passiert, dann werde ich so ein bisschen zum Spielverderber. Das Wortspiel ist jetzt tatsächlich intendiert. Und sage immer, nee, nur weil das geht, muss man das jetzt nicht machen, sondern wieder zurück auf Start. Was soll da vermittelt werden? Wie habt ihr es bisher gemacht? Geht das vielleicht auch erstens analog und zweitens braucht man dafür tatsächlich Spielelemente? Finde ich schon mal ganz wichtig, auch Nina, diesen Hinweis, dass man natürlich nicht nur mit dem Computer spielen kann. Das wird auch gern mal vergessen. Aber es gibt von 2015 aus der Medizin so eine schöne Übersicht, die sagt, welche Spielelemente man nutzen kann und ganz dezidiert nicht für digitale Spiele, sondern einfach, was man auch von Brettspielen kennt. Das finde ich total sinnvoll, nochmal zu sagen. Aber ich finde es wichtiger fast, dann zu überlegen, muss man alles machen, was möglich ist, weil ja zum Teil doch erhebliche Ressourcen reinfließen? Oder sollte man nicht am Anfang überlegen, ob man das jetzt wirklich braucht und es nur dann machen, wenn man es auch braucht? Denn sonst kann natürlich auch am Ende der Eindruck entstehen, dass man tatsächlich nur daddeln möchte. Und das sollte tatsächlich im Hochschulkontext nicht die wesentliche Botschaft sein. Ich glaube, dass es auf den Aufwand oder dass Spiele zurzeit auch noch ziemlich viel Aufwand sind für den Lehrenden, dass er sie einsetzt oder dass sie oder die Lehrenden, dass sie eingesetzt werden. Also, und dass sie nicht einen entsprechenden Gegenwert bieten. Also wenn man, klar wird das, wenn man jetzt in der oder beispielsweise in der Kapitänsausbildung oder in der Flugpilotenausbildung gibt es halt Simulationen, die man mit vielleicht auch als Spieler betrachten kann, wo halt ganze Simulationsumgebungen aufgebaut werden und die halt in das Curriculum integriert sind. Und ich glaube, dieser Status, dass man einen entsprechenden Nutzen sieht, ist für viele Serious Games noch nicht erreicht. Also der Nutzen, der den Aufwand überwiegt. Und also zumindest bei uns im Bauingenieurwesen ist es so. Und von daher, ich würde mich jetzt nicht damit beschäftigen, wenn ich nicht glaube, dass das funktioniert. Aber ich glaube, dass es bei uns noch nicht entsprechend, das ist, also bei uns gibt es noch einige Skepsis, die vorher zu überwinden ist. Also ganz kurz ein Ergänzung noch zum Thema, das ist jetzt anstrengend und aufwendig, ne? Also Moodle, es gibt Moodle-Plugins, die sind schon da, da muss man einfach nur mal, ich pack das gleich mal in den Chat, da gibt es eine Aufzählung, was ist schon alles da, muss einfach mal dem IT-Administrator sagen, es gibt diese Moodle-Plugins, könnt ihr das mal installieren, teilweise sind ja schon drin, Batches und so, ne? Also das ist tatsächlich extrem einfach, da gibt es noch sowas wie Stash, wo man, das ist so ein Klassiker, finde ich. Man muss sich mal vorstellen, man hat jetzt 10 Aufgaben, es gibt noch eine 11, die richtig anstrengend ist. Das wäre eine Hausaufgabe, würde kein Mensch jemals machen. Wenn man aber sagt, man hat 10 Aufgaben, wenn man die schafft, dann schafft man das, den Bonuslevel Nummer 1 aufzusetzen, freizuspielen. Und dann darf man endlich, kommt man in den Genuss und als Belohnung die 11. Aufgabe machen zu dürfen. Dann behaupte ich doch mal, dass die elfte Aufgabe auf jeden Fall eher gemacht wird, als wenn man sagen würde, mach bitte eine Hausaufgabe. Also jetzt, das ist, glaube ich, ziemlich schlau. Und ich habe jetzt auch den Überblick schon verloren. Es gibt nämlich relativ viele neue Plugins, die ich mir noch gar nicht angeguckt habe. Ich habe es gerade noch mal kurz recherchiert und ich packe jetzt einfach mal in den Chat, dann kann man sich ja mal anschauen, was es da so gibt. Aber ich weiß zwar nur von Moodle, ne? Ich weiß nicht, wie das jetzt Elias und so macht. Da ist ja jemand in der Runde, der sich damit besser auskennt. Elias, da bin ich blank. Es gibt auch Lernmanagementsysteme wie beispielsweise OneUp, die speziell dafür entworfen wurden, also dass sie diese Prinzipien in das Lernmanagementsystem integriert haben. Vielleicht eine kurze Frage in dem Zusammenhang, weil es ist jetzt auch schon, also ich glaube so, wir haben uns jetzt unterhalten, was ist überhaupt der Unterschied zwischen Gamification und Serious Games und sowas. Und ich glaube, ihr dürft jetzt wahrscheinlich noch nicht spoilern, aber es ist ja auch so ein Netzwerk geplant, ne, mit der Community Working Group vom HFD. Geht das so in die Richtung dann auch, Leute zu verbinden oder so eine Austauschplattform zu schaffen? Wollt ihr dazu ganz kurz was sagen? Weil ich glaube, es wäre in dem Zusammenhang bestimmt sinnvoll, ja, da ein bisschen was drüber zu wissen.
Ja, gerne. Ist ja auch gar kein Spoiler. Genau, also nächste Woche geht's los. Wir launchen quasi das Netzwerk und die Idee dahinter ist, dass wir alle Leute, die sich mit dem Thema Games und Serious Games, Gamification beschäftigen, also jetzt for Health erstmal, für den Gesundheitsbereich, niemals an einen Tisch bringen, weil unsere Erkenntnis ist mal, wie gesagt, ich habe jetzt vor 2007 mich erst mit dem Thema beschäftigt und wurde dann irgendwie 10 Jahre später noch angefragt als Experte, weil ich dachte, das kann nicht mehr sein, dass nach 10 Jahren, ich habe da einen Artikel geschrieben, das kann nicht sein, dass ich immer noch gefragt werde, da muss es auch andere geben und wenn man dann irgendwie auf welchen Tagungen war, kamen auch andere Leute und sagten, hey, spannend, was ihr macht, wir machen auch sowas. Also ja, das ist ja irgendwie nicht so gut. Und deshalb ist auch die Idee, dass wir dieses Netzwerk haben, dass wir Leute mal einfach an einen Tisch kriegen, dass man sich auch mal austauschen kann. Genau, was du gesagt hast, Jenny, dass man sagt, lass uns mal zusammenkommen, was können wir machen und nicht alles neu entwickeln. Das ist ein bisschen die Idee. Und wir haben halt auch jetzt noch gerade in der Entstehung eine Website, wo wir dann auch so die neuesten Informationen und Studien und Leseempfehlungen da reinpacken, zu sagen, was, wenn ihr das Thema spannend findet, dann ist das so, die primäre Anlaufstelle, das ist so ein bisschen der Plan. Das gibt es nämlich in anderen Bereichen auch und das fehlt zumindest im deutschsprachigen Bereich. Der Games for Health aus den Niederlanden, die machen das auch, die sind aber ja aus dem IT-Tech-Sektor und das ist jetzt so die Idee, so die wissenschaftliche Betrachtungsweise, ne? Was sind die neuesten Studien, was sind die Meta-Analysen zum Thema Gamification und Serious Games. Ja, genau. Also nächsten Donnerstag um 14 Uhr, glaube ich, ist der Launch. Und das heißt, alle, die sich aus dem Hochschulbereich, besonders aus dem Gesundheitswesen, also aus der Medizin interessieren, können sich da mit einklinken. Genau, also Nina ist mit dabei, Tobias ist auch mit dabei und wie gesagt, machen es erstmal für den Gesundheitsbereich, freuen uns aber natürlich über alle, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ne? Es muss gar nicht im Gesundheitsbereich sein, Nina ist ja auch, die ist ja quasi unsere Externe, wenn man so will, ne? Die ist ja nicht im Gesundheitsbereich, aber das ist ja von, das haben wir jetzt ja auch schon oft besprochen. Das Grundprinzip ist ja immer gleich, ne? Selbstbestimmungstheorie ist unabhängig davon, aus welcher Fachlichkeit man kommt, so gesehen. Aber wir haben es, mussten es nur irgendwie ein bisschen eingrenzen, ne? Weil wir aus dem Gesundheitsbereich kamen, haben gesagt, wir machen es jetzt erstmal für Health und die vielleicht erweitern wir es dann auch nochmal. Aber jetzt machen wir erstmal eine kleine Brötchen backen. Mit der Gefahr hin, komplett an dem Thema vorbeizuschießen. Aber wir haben ja gerade auch über Moodle-Plugins geredet und das hat mir die Frage aufgegeben, worüber ich mal mit jemandem unterhalten habe, nach der Frage der Bildungsinformatik-Debatte in der Bundesrepublik. Das heißt, Bildungsinformatik oder was wir in unserem Studiengang haben in der Informatik, ist ja auch so ein kleiner, relativ sehr kleiner Bereich namens Educational Technologies, wo man speziell nochmal Bildungsapplikationen auch im Hochschulkontext betrachtet und sich dort auch die Entwicklung anschaut. Und da wäre nochmal meine spezielle Frage, gerade vielleicht im Kontext dieser Educational Technologies an Hochschulen, was es da tatsächlich irgendwie im Forschungsumfeld bedarf nochmal. Ich sehe oder ich habe so das Gefühl, dass wir da noch gerade in der Hochschullandschaft, was gerade diesen Entwicklungsbereich angeht, von hochschuleigenen Systemen, gerade in diesem Kontext noch sehr wenig ausgebaut ist oder beziehungsweise sehr viel auf, sage ich mal, externe Applikationen angewiesen ist. Der Daniel hat ja gerade beispielsweise auf das Moodle-Plugin hingewiesen. Da habe ich mich gefragt, wieso ist das bei uns noch nicht oder wieso kenne ich das bei uns noch nicht? Und ich glaube, da muss es halt immer Fürsprecher geben, die das promoten und die sich dafür einsetzen, dass das gemacht wird. Oder dass das mal installiert wird und das dann auch genutzt wird. Und ich denke, ja, da gibt es noch ein bisschen Nachholbedarf. Okay, dann würde ich vielleicht auch gleich zur Abschlussrunde überleiten und mich erstmal auch im Namen der ganzen Digital Changemaker und des Publikums für die spannende Diskussion bei euch bedanken. Als abschließende Frage auch, Wenn jetzt vielleicht ein paar Lehrende in der Runde inspiriert wurden, welchen Tipp würdet ihr den Lehrenden mitgeben, wenn sie ein Serious Game in ihre Lehrveranstaltung integrieren möchten? Ich würde einfach mal starten. Mein Tipp wäre, lasst euch nicht abschrecken von diesen Begriffen Serious Games, Gamification, das sind unfassbar weite Begriffe. Aber wenn man sich da einmal reinfindet, merkt man, dass man auch mit kleinen Mitteln, mit wenig Ressourcen, und auch relativ überschaubarem Aufwand wirklich was bewegen kann und auch die eigenen Methoden nochmal überarbeiten kann.
Gebt euch dran und ja, man kann auch solche ja, Veranstaltungen wie hier vom Hochschulforum Digitalisierung natürlich besuchen. Man kann sich an die Leute wenden, die selber schon mal was ausprobiert haben. Das kam, glaube ich, eben im Chat auch schon mal, dass man nicht das Rad immer wieder neu erfinden muss, sondern gerne auch das mal weiter verwenden, was andere schon gemacht haben. Ich glaube, der Tobias Ortelt hat es eben in den Chat geschrieben, als OER zur Verfügung stellen, wenn man selber als Lehrende schon mal etwas entwickelt hat. Also wir in unserem Projekt in Elli beispielsweise haben das Ganze auch geteilt, was wir da entwickelt haben, auch was das Gamification und Mixed Reality Seminar beispielsweise angeht. Das teilen wir, damit andere das nutzen können, damit wir es nicht nur für unsere Lehrveranstaltung, für den später vielleicht duftleeren Raum entwickelt haben, sondern dass andere es nutzen können und weiterentwickeln können. Also da entsprechend an solchen Möglichkeiten anzusetzen, zu teilen und voneinander zu lernen und auch da entsprechend weiterzuarbeiten. Ich würde immer die Frage stellen, warum jetzt dieses Spiel an dieser Stelle? Und wenn darauf eine gute Antwort gegeben werden kann, dann geht's weiter. Zum Ergänzen, also ich glaube, ja, wenn es darauf eine gute Antwort gibt, dann sollte man das auch machen, weil meiner Erfahrung nach die Lernenden dafür sehr dankbar sind und das sehr honorieren, dass man etwas abseits von Vorlesung und Praktika in die Lehrveranstaltung integriert hat. Also da haben wir nur positive Erfahrungen. Genau, ich würde vielleicht zwei Tipps geben. Das eine ist vom Wissenschaftler Daniel Tolks, der sagen würde, genau das, was Sie auch gesagt haben, Lehrveranstaltungen anschauen, schauen, wo ist das Problem. Gibt es überhaupt ein Problem? Das kann ja auch sein, vielleicht läuft das auch, aber wenn nicht, wo muss man einhaken, was kann man genau nehmen und dann aber auch informieren, finde ich jetzt auch noch gut, was Nina gesagt hat. Jetzt auch mal schauen, wo gibt es die Informationen, ne? Vielleicht wirklich mal ein paar Studien lesen, weil das ist ja mal digital Lehre mal ein bisschen das Problem, ne? Da wird plötzlich nicht mehr auf Evidenzen geachtet, also da muss man schon drauf gucken. Der zweite Tipp ist von Daniel Privatperson und einfach mal machen, also einfach mal ausprobieren. Es ist ja, wie gesagt, man muss ja nicht ein ganzes Spiel entwickeln, aber mal gucken, was gibt es an Gamification oder Moodle Plugin, einfach mal im Kurs ein Batch mit einbauen, schauen und dann halt auch im besten Fall natürlich Evidenzen generieren, zu sagen, okay, was haben wir denn jetzt? Haben wir vielleicht Effekte? Aber das ist jetzt nur die Privatperson Daniel zu sagen, einfach jetzt mal machen und einfach mal ausprobieren. Aber offiziell das Erste. Dann vielen Dank für das wertvolle Feedback und bitte noch nicht abschalten, weil wir haben noch eine kleine Umfrage vorbereitet. Und für die Umfrage gebe ich an Jenny weiter. Ja, danke schön, Ludwig. Also wir wollten ganz gerne, ich glaube, wir haben so ein bisschen so ein Sommerloch erwischt jetzt mit unserem Termin. Sind ein paar weniger Leute als das erste Mal, aber dennoch war es für uns sehr spannend, uns auszutauschen zu den Themen. Die Zeit ist auch schnell vergangen und wir hatten zwei kurze Fragen, die wir euch gerne stellen möchten über eine Mentimeter-Umfrage. Dazu kann einmal der QR-Code gescannt werden, einfach mit dem Smartphone oder über menti.com einen Code eingeben, dann kommt man auch zur Umfrage. Und da würde uns interessieren, in welcher Rolle bist du heute primär hier? Also vielleicht gibt es auch zwei Rollen, dass man einerseits Wissenschaftler, andererseits Lehrender ist, aber so, was ist die primäre Rolle heute? Und dazu würde ich einmal kurz die Präsentation starten. Und ich habe auch noch einen Link für den Fall, dass das so nicht funktioniert. Stelle ich den einmal kurz in den Chat. Und dann starte ich einmal. Und muss jetzt kurz fragen, sieht man noch den geteilten Bildschirm? Weil ich glaube, ich muss den nochmal neu teilen. Nein, den sieht man nicht mehr. Dann würde ich ihn einmal nochmal kurz hier. Okay. So, da haben wir es also. Wir haben 5 Didaktikforschende, einen Lehrende und 3 Studierende. Und dann haben wir auch eine nächste Frage und da würden wir uns einfach freuen, wenn wir ein bisschen Feedback von euch bekommen könnten.
was war gut, was war nicht so gut, was könnten wir verändern oder beim nächsten Mal auch besser machen. Und dazu müsste ich einmal kurz... Ah, es ist sogar noch was dazu gekommen. So, da kann man gerne ein paar Worte eingeben oder auch einfach einen Satz. Okay, die ersten Antworten kommen schon, aber so. Das sollte man jetzt auch sehen. Dankeschön. Okay, dann Whiteboard für Stichworte und Mindmap, das ist auch ein guter Hinweis. Mhm. Und doch eine offene Diskussion am Ende, das heißt, und auch mehr Interaktivität über Mentimeter während der Diskussion. Genau, also die Interaktion mit dem Publikum hatten wir eigentlich, beim letzten Mal hatten wir sehr viel Beteiligung aus dem Publikum und ich war mir nicht sicher, ob sich dieses Mal vielleicht keiner getraut hat oder eventuell, genau. Vielleicht können wir im nächsten Roundtable auch noch so ein paar Beiträge aus dem Chat, die jetzt vielleicht keine Fragen sind, in der Moderation aufnehmen. Also ich habe ja auch unter anderem von Alex Klein zum Beispiel viele wertvolle Hinweise gesehen, die wir jetzt natürlich auch den ganzen Podcast-Hörern vorenthalten. Ich glaube, jetzt ist Jenny gerade aus der Veranstaltung rausgeflogen. Okay. Aber Ludwig, vielleicht kannst du noch ganz kurz noch mal ganz kurz anteasen auf unsere nächste Veranstaltung. Gern. Ich würde dazu natürlich gerne auch noch mal die Folien teilen. Kann das jemand von euch schnell übernehmen? Ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich auf die jetzt gleich komme. Ah, Jenny ist auch wieder da. Genau. Jenny, während du die Folie nochmal teilst, kann ich auch gleich auf unsere nächste Veranstaltung hinweisen. Und war jetzt einmal kurz rausgeflogen. Das heißt, wahrscheinlich muss ich mal gucken, ob ich den Bildschirm noch teilen kann. Dann mache ich das gerne. Zoom hatte mich einmal rausgekickt, sonst. Okay. Das ist es nicht. Sehr schön, aber doch, da ist er doch wieder. So. Genau, unser nächster Roundtable wird erst Mitte Oktober wieder stattfinden. Das heißt, wir pausieren den September auch ein bisschen und da sind dann ja auch alle vermutlich in der Vorbereitung der Erstsemesterveranstaltungen. Aber Mitte Oktober geht es dann wieder los und zwar zum Thema Micro-Credentials, Studium Generale und Wahlbereich. Das Studium von morgen ist nicht linear. Genau, so viel zum Thema und mit welchen spannenden Panelists wir dann zusammen diskutieren und ihr auch zusammen diskutieren könnt, das bleibt erstmal ein Geheimnis.